Moin zusammen, schön, dass ihr wieder da seid und hier willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier auf der NF-Marsch am Donnerstag. Jo. So, da ist gleich auch wieder eine Mission fertig. Aber wenn es gleich nochmal bimmelt, muss ich eben sehen, dass ich auch den richtigen dann erwische. Weil der eine Drescher ist jetzt gleich auf dem Weg, beziehungsweise der ist auf dem Weg nach Hause und der Abfahrer genauso. Der Abfahrer steht aber dann gleich am Silo. Weiß auch noch nicht so recht, ob wir noch irgendwas jetzt noch irgendwas annehmen oder. Aber das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Das würde gehen. Gut, könnte der Drescher noch eine Mission machen, oder? Theoretisch. Warum nicht? Auf der 46. was war das jetzt? Nee. 76. Ja, 76. Ja, da oben. Die 76. Rein theoretisch müsstest du da jetzt auch nicht. Hm? Ach, danke. Also, damit wir den gleich richtig einstellen. 76 Erzeugnis Getreidehandel. So, Feld 76. Abladen. Da Getreidehandel. So. Ist ja der JCB steht nämlich auch schon wieder hier. Und du wartest auf deinen Abfahrer. Sehr schön. Du fährst. Er ist schon auf dem Rückweg. Super. So, da ist mein Gerät. Nee, sag ich jetzt nichts zu. Schon wieder gleich voll, ne? Ich meine, was ich jetzt hier eigentlich nicht sagen kann, ne? Dass das hier mit den Abfahrern, dass die nicht aufs Feld rangefahren sind oder raufgefahren sind, um abzutanken. Das haben die hier nämlich immer gemacht, ne? Ich meine, das sind immer so zwischendurch so kleine Kinken, ne? Was ne, der Kollege hier heute in der Aufnahme hier hat.
Na gut, das könnte man, oder kann man ja verschmerzen, das ist jetzt nicht ganz so tragisch, aber... Aber wenn ich mir da so an anderen Karten jetzt so drüber nachdenke, oh. Wenn ich jetzt immer so wie ich Revue passieren lasse, was tatsächlich im 22er alles so für Karten, was ich alles für Karten gespielt habe, das, oh. Ich meine, auswendig kenne ich sie jetzt nicht alle. Da müsste ich tatsächlich wirklich nachgucken. Na gut, die aktuellen, die wir natürlich jetzt hier haben, wie jetzt die Südermann, die Marsch und die Rade, dann ja noch zum Schluss hier die, ne, hinter Kaifek. Wo ich auch sagen muss, es ist immer noch eine, ne, auch jetzt hier im 22er, trotzdem eine schöne Karte. Genau, die Brombach-Karte, meine Anfangskarte, wo ich angefangen habe, hier aufnehmen. Die hat auch irgendwie Laune gemacht. Weiß zwar nicht warum, obwohl es eigentlich so eine winzige kleine Karte war, aber die hat, irgendwie hat die Laune gemacht. Und im Endeffekt, wo ich ihn nachher den Hof nachher auch noch umgebaut oder ja komplett abgerissen habe und komplett einen neuen Hof hingebaut habe. Gab's denn noch? Oh, da müsste ich eigentlich mal gucken. Es dürfte jetzt ja eigentlich nicht so dass die Schwierigkeit sein, das noch rauszufinden, ne? Oh, der Lexion ist angekommen. Da siehst du, das ist doch einfach. Die, sehe ich jetzt gerade, die Rehbach-Karte war auch eine schöne, süße, schöne Karte. Da war auch ja eben dieses Problem mit AD. Ich meine, im Endeffekt hatte ich ja im Nachhinein rausgefunden, dass, dass da auch noch so ein Einstellungsproblem war, aber trotz alledem hat das da auch nicht immer funktioniert. Auch mit den Einstellungen her nicht. Und da vermute ich immer noch, das liegt an, wie man die Kurse einfährt. Weil hier zum Beispiel sind die Kurse ja auch alle in diesem Braun gehalten. Das heißt, das sind alles Nebenstrecken hier auf den Feldern. Und viele haben das dann so gemacht, die haben das als beidseitig befahrbare Hauptstrecken gemacht. Und ich denke mal, das war wahrscheinlich irgendwie mal das Problem. Und darum war das wahrscheinlich auch auf der Rade hatte ich ja auch das Problem, dass das da nicht immer so funktionieren wollte. Welche haben wir denn noch? Genau, die Hermannspolder-Karte. Oh. Da muss ich auch sagen, die Hermannspolder-Karte, das fand ich schön. Die war so detailreich, das... Oh, herrlich. Also da hat sich der Modder damals echt richtig, richtig viel Mühe gegeben. Also da bin ich hier, ne? Eine Eins mit Sternchen, konnte man fast sagen, aber... Ich meine, auch wenn das nur eine kleine Karte war, aber trotz alledem, also in mir hat die echt mega gefallen. Ah, das ist hier jetzt ja
Wir haben ja hier wieder so einen Premium-Zugang. Kann man da irgendwie hin? Wahrscheinlich nicht. Irgendwie muss ich hier umdrehen. Sonst komme ich nicht in das Schneidwerk. Oder kann ich das so rumbauen? Ja, das machen wir vielleicht auch so rumgehen. Siehst du, hat ja doch funktioniert. Also ich sag mal so, wenn ich da noch heute jetzt so drüber nachdenke, ne, die Hermannspolder-Karte, diese ganzen kleinen schönen Details, die auf dem Hof, sag ich mal, gebaut, oder wie der Hof auch gebaut war. Mega cool. Also wirklich mega cool. Ich meine, da hier ich weiß jetzt, also ich kann mir nicht vorstellen, wie viel Zeit der Modder da reingesteckt hat, um das so filigran alles hinzubauen. Also Wahnsinn. So. Die sind abgefrühstückt, das heißt, der Drescher ist jetzt auch gleich fertig. 98%. Sehr gut. Was haben wir denn noch gehabt? Stimmt, die Wellise Ulfarm, die habe ich auch komplett gar nicht mehr hier außen im Sinn gehabt. Da ist mir ja tatsächlich das Half-Game damals irgendwie abgeschmiert. Das ließ sich ja überhaupt nicht mehr spielen. So wie ich von einem auf den anderen Tag, könnte man fast sagen. Also hätte ich die Aufnahmen fertig, wollte das beim nächsten Mal die Aufnahmen, neue Aufnahmen machen. Safe Game weg. Und dann guckst du ins Safe Game, war alles da. Das ganze Safe Game war da, aber das Spiel konnte das Spiel nicht mehr starten. Weil, ne, wenn ich das Spiel gestartet habe, war, ne, das Spiel weg. Aber wenn ich den im Ordner geguckt habe, wo die Safe Games drin sind, da war alles drin, aber der wollte irgendwie nicht mehr. Warum, was da gewesen ist, ich habe keine Ahnung. Stimmt, und die Hofteilbauer, die habe ich jetzt auch gerade hier. Brombach hatten wir ja gerade auch schon gesagt, ja. Brombach, 250 Folgen. Wahnsinn. Ist doch schon so einiges an Projekten gewesen. Mal schauen, wie denn der 25er wird. Wie viele Projekte da denn kommen? Oder wie viele Projekte man da tatsächlich auch Zugang bekommt? Mal schauen, ne? Aber ich sehe gerade, wir haben das mit dieser Folge auch schon wieder geschafft. Dann würde ich sagen, machen wir hier auch einen Deckel drauf. Ich denke mal, wir werden morgen auch mal ein bisschen. Entweder lassen wir die Zeit schneller rennen oder wir gehen da mal eine Runde schlafen oder so. Mal gucken. Okay, dann jo, machen wir Feierabend. Ich sage wieder danke fürs Zugucken und gerne morgen wieder reingucken. Haut rein. Ciao, ciao.